Schönen guten Abend für alle, die bis jetzt ausgeharrt haben. Jetzt kommt dann auch noch die Politik am Schluss und gibt ihren Senf dazu. Ich möchte trotzdem versuchen, in dem Zeitrahmen das, was mir ganz wichtig ist zu diesem Thema, Ihnen allen, und es freut mich auch, so viele vertraute, bekannte Gesichter zu sehen, viele neue Gesichter, Ihnen das mitzugeben, was ich glaube, was mein Zugang ist zu dem Thema als Politikerin. Ich brauche noch eine kurze technische Anleitung, wo ich draufdrücken darf. Vielleicht ist eine Mausdrückerin oder Maus als Grüne, ist eh klar. Super. Ich habe auch lange nachgedacht, bei so vielen wichtigen Begriffen, wie ziehe ich es denn auf? Und ich habe mich dafür entschieden, was ich glaube, was vielleicht auch jetzt zum Ausklang des Abends auch für Sie ein bisschen angenehmer ist, in möglichst vielen Bildern zu arbeiten, weil ich auch in meinen vielen Vorlesungen mit Studentinnen und Studenten gemerkt habe, dass eigentlich die ganzen Fakten ist ein Teil, aber wirklich berührt oder das, was man mit den anderen Sinnen wahrnimmt. Also gescheiter man geht mit den Studentinnen in die Augen, als man erzählt ihnen tausend Artenlisten und FFH-Status und alles, dass es ist. Der Mensch nimmt eigentlich mit all seinen Sinnen wahr, auch besonders mit der Musik, besonders über Töne, Temperatur, Geruch, alles das. Also wir versuchen das einmal. Nachhaltig und Politik, passt das überhaupt zusammen? Eine meiner Libellen im Garten, die Verwundbarkeit, die vorhin schon angesprochen ist, sehen wir Politik als etwas so Kurzlebiges wie vielleicht eine Libelle im Sommer? Oder sehen wir gerade die Libelle als Symbol dafür, wie vernetzt, wie abhängig, wie zart, empfindsam und wunderbar, auch wenn man es im Detail anschaut, nahe kommen, Nähe, wahrnehmen durch die Nähe, auch das, diese Frage zu stellen. Und diese Frage haben wir uns auch gestellt, wie wir das Arbeitsprogramm der aktuellen Regierung gearbeitet haben. Und es war uns ganz wichtig zu sagen, wir stehen dazu, dass ganz wichtige Begriffe wie Energiewende, Klimaschutz und Nachhaltigkeit für uns ein ressortübergreifendes Regierungsprinzip ist. Und das, was sich da so sperrig anhört, heißt, wir haben 7 unterschiedliche Ressorts, von Soziales bis Tourismus und Migration, Gesellschaftsthemen, natürlich Umweltthemen. Und wir haben nur dann eine Chance, Politik zu machen. Nachhaltig heißt für mich im Sinne der nächsten Generationen, wenn wir ernsthaft zusammenarbeiten und wenn wir auch dieses Thema als Thema aller Ressorts auffassen. Bewusstseinswandel war auch so ein Schlagwort in meiner Überschrift. Bewusstseinswandel, glaube ich, schon durch Vermitteln von Fakten. Und auch hier wieder die Verwundbarkeit. Links eine der kleinen, jungen Kröten, gerade wenn sie aus dem Teich kommen, und rechts halt der Mutter davon. Und das zum Beispiel zu nehmen, zu sagen, es ist vieles, das passiert, von dem wir keine Ahnung haben. Und nur wenn wir wissen, dass es auf das alles ankommt und wenn wir den Blick schärfen und sagen, wir brauchen das alles im Gesamten. Und eine der Fragen natürlich der Flächenverbrauch oder auch der Ressourcenverbrauch, da leben wir einfach über unsere Verhältnisse. Nachhaltigkeit kann man verschieden definieren. Ich würde sagen, auf einen kleinen Satz gebracht, wir verbrauchen mehr, als uns eigentlich zusteht. Wir verbrauchen mehr, als vielleicht auch notwendig ist. Und viele haben den Wunsch, wie kann man denn gute Qualität mit ein bisschen weniger Verbrauch aufschaffen. Gerade der Flächenverbrauch natürlich auch etwas in der Raumplanung, das mich im Bereich jetzt der Diskussionen, wie viel Flächen widmen wir, wie viel verbrauchen wir. Und das ist so ein gutes, symbolhaftes Bild auch zu zeigen. Mit relativ kleinen, scheinbar kleinen Eingriffen verbrauchen wir überdimensional viel, wenn es an den falschen Plätzen passiert. Also hier am Beispiel eines Biotops, wenn eine Straße das quert, wird das Ganze schon sehr stark zerschnitten in der Funktion, möglicherweise schon erheblich beeinträchtigt, wenn wir noch einmal eine Stichstraße dazu bauen, dann fallen bestimmte Biotoptypen sofort unter die Überlebensfähigkeit. Und auch das zu verstehen, nicht zu sagen, es bleibt noch was übrig, sondern zu sagen, es bleibt zu wenig übrig. Und da geht etwas Wichtiges verloren. Das Thema Raumordnung und Nachhaltigkeit ist deshalb so ein Begriffspaar, wo man auch so deutlich sieht, dass vieles durch unterschiedliche Erwartungen und Ansprüche
Ansprüche an das, was unseren Raum umgibt, verursacht ist. Und nicht zu sagen, der hat Recht und der hat Unrecht, sondern zu erkennen, allein auf diesem Foto, das ist die Clan, in einem Abschnitt, wo sie inzwischen ein Stück schon renaturiert ist, mehr Platz hat, mehr meandrieren kann, viel mehr Vielfalt dort bietet. Aber allein hier der Radweg, die Landwirtschaft, die Fischerei, im Hintergrund vielleicht noch der Untersberg mit Erwartungen, touristische Nutzung oder vielleicht auch ein Lift oder eine Vorstraße oder was auch immer. Jeder hat andere Bilder und Fantasie, was er sich wünscht, wie er seine Umgebung nutzen kann. Und in der Überlagerung entsteht natürlich daraus auch der eine oder andere Konflikt. Und wir sind gezwungen, wir müssen irgendwie entscheiden, welche Prioritäten und welche Gewichtung geben wir den einzelnen Entscheidungen, wie wir den Raum nutzen. Ob das so bleibt, ob die Clan aufgeweitet wird oder was auch immer. Viele von Ihnen können sich noch erinnern, viele sind vielleicht doch schon danach geboren. 1984 war sicher so ein einschneidendes Jahr für Österreich, weil die Hainburger Au zu einem Symbol geworden ist, wie unterschiedliche Interessen auch aufeinanderprallen können. Ein, was rückblickend gesehen, schwerwiegender Umweltkonflikt, wie man auch mit dem Thema Nutzung eines Flusses umgeht. Stromgewinnung, Energiegewinnung durch Wasserkraft oder damals eben Auenlandschaft. Und warum das so wichtig war? Das Kraftwerk wäre eine mehr oder weniger irreversible Entscheidung gewesen. Denn dort, wo man im Hintergrund die Brücke sieht, wäre dann das Wasserniveau gewesen. Das heißt, größte Teile wären überflutet und damit natürlich dauerhaft zerstört und verändert. Während die Entscheidung, die dann getroffen wurde, sehr wohl eine Entscheidung war, der Nationalpark Donauauen ist eine Entscheidung, mit der man sich nach wie vor künftige Optionen grundsätzlich offen gehalten hat. Vielleicht auch das, dass die Umkehrbarkeit von Entscheidungen vielleicht auch eine wichtige Rolle spielt. Damals hat man sich entschieden, aufgrund des Protestes, wir machen dort einen Nationalpark, weithin bekannt, berühmt, dient auch ein bisschen als Vorbild, was wir in Salzburg vorhaben in nächster Zeit. Aber vor allem dahinterliegend, wozu hat das damals geführt? Österreich war eines der Länder, das den umfassenden Umweltschutz in die Bundesverfassung aufgenommen hat. Also die damalige Diskussion, man kann es Konflikt nennen, man kann es einfach Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Werteentscheidungen nennen, hat dazu geführt, dass es in dieser Form in die Verfassung verankert wurde und das empfinde ich jetzt auch in meiner jetzigen Funktion doch als maßgeblichen Auftrag, wie wir als Politiker, Politikerinnen, als Juristen oder wo auch immer, wie wir mit dem Thema und auch in unserer Verantwortung umgehen. Nachhaltigkeit bedeutet auch ein Blick nach vorne, hier am Beispiel Abfallwirtschaft und deshalb bin ich auch alles andere als nicht optimistisch, sondern ich bin sehr, sehr zuversichtlich, was auch die Chance betrifft, mit Problemen umzugehen. Ist schon angesprochen worden, Dennis Meadows hat 1972 ein Szenario gezeichnet, das von verschiedenen anderen Szenarien überholt wurde oder auch wieder neue Szenarien dazugekommen sind. Damals war es die Rohstoffknappheit. Auch das Thema Abfall war über viele Jahre plötzlich insofern in einer Krise, als wir gemerkt haben, wir haben Altlastenprobleme, wir haben Grundwasserprobleme, wir haben Deponieraumknappheit und auch damals schon in den 80er Jahren Verschwendung, die viele nicht eingesehen haben. Damals war so die Diskussion Mehrweg-Getränkeverpackungen, heute ist es vielleicht das Plastiksackerl, braucht man so viel Kunststoffmüll, wenn wir wissen, dass in den Meer erhebliche dauerhafte Veränderungen vor sich gehen. Damals waren es Proteste, die letztlich gezwungen haben, dass die politische Entscheidung lautet, wir brauchen eine Lösung. Und am Beispiel der Abfallentwicklung hier in Bundesland Salzburg, hier aus der Stadt Salzburg, der bunte Teil heißt, das ist die Wiederverwertung und das ist die stoffliche Verwertung. Der graue Teil heißt, das ist das, was tatsächlich letztlich behandelt und abgelagert werden muss. Ist aber im Grunde eine wirkliche Erfolgsgeschichte, denn es ist gelungen,
durch Druck aus der Bevölkerung, durch die entsprechenden technischen Lösungen und natürlich auch durch die politische Umsetzung etwas zu erreichen, wofür uns extrem viele Länder weltweit sehr beneiden. Dass wir einen hohen Verwertungsgrad haben, der ist schon noch zu steigern. Aber es ist letztlich doch eine Erfolgsgeschichte und ich verweise auf den hellgrünen Teil, in dem Fall Salzburg und Österreich, wir haben uns getraut, die Biotonne einzuführen. Das war ein Meilenstein in der Abfallwirtschaft, in der Abfallentsorgung, weil man sieht, dass mit der Einführung der Biotonne natürlich der verwertbare Teil maßgeblich zugenommen hat. Und alle, die vielleicht diese Geschichte nicht kennen dahinter, Abfalltrennen macht Sinn, fordern nach Produkten und Verpackungen, die weniger Abfall brauchen und weniger Abfall anfallen lassen, macht natürlich Sinn. Locker lassen wäre zu früh, aber auch zu realisieren, dass wir im Grunde hier auf einem sehr guten Weg sind. Die Liste der aktuellen, ich nenne es jetzt Umweltkonflikte, ich würde sagen Herausforderungen, die wir lösen sollten, nach wie vor das Thema Energiewende und Verbrauchszuwachs. Im Energieverbrauch und im Stromverbrauch ist etwas, was uns fordert, weil wir gute Lösungen finden müssen. Das Thema Mobilität. Einigen von Ihnen ist wahrscheinlich die Diskussion um Tempo 80 noch in Erinnerung. Sie wird wiederkommen mit Jahresanfang 2015. Abzuwägen Mobilität oder freies Mobilitätsverhalten gegenüber den derzeit doch bestehenden Nachteilen, die Mobilität hat, nämlich Luftschadstoffe, die über den Grenzwerten liegen. Da habe ich wenig Spielraum. Ich bin einfach verpflichtet, Maßnahmen zu setzen, um die Überschreitungen zu reduzieren. Da ist auch schon ein EU-Vertragsverletzungsverfahren in der Warteschleife. Also wir sind da tatsächlich in Salzburg unter Druck. Einige Stichworte, die ich noch dazu geführt habe. Heißt, wenn wir über Nachhaltigkeit in der Politik, aber auch um die Art der Kommunikation reden, glaube ich schon, dass wir Klartext reden müssen und auch die Fakten zu benennen und dazu die Lösungen, die Handlungsanleitungen und gerade auch sicherzustellen, dass es eingehalten wird. Es gibt viele, die machen freiwillig sehr viel und sind dann trotzdem manchmal frustriert und sagen, warum trage nur ich dazu bei und warum tragen die anderen nicht dazu bei. Das soll uns trotzdem nicht entmutigen, sondern Druck zu machen, dass die entsprechenden Gesetze auch dazu da sind, dass Politik sich für diese Dinge zuständig und verantwortlich fühlt, dass wir auch als Politikerinnen, als Politiker zeigen und dafür stehen, dass wir wissen, worüber wir entscheiden und dass wir unangenehme Dinge auch nicht aus dem Weg gehen dürfen, sondern dass wir die Dinge entscheiden, wie sie zu treffen sind, aber auch die Bilder liefern, wohin die Reise weitergehen soll. Und diese Reise geht letztlich mit dem Blick in künftige Generationen. Was hinterlassen wir unseren Kindern und was hinterlassen wir auch vielleicht an guten Bildern? Und da würde ich noch die nächsten 3 Minuten Sie einfach mit dieser Vision, die auch jetzt schon ein bisschen sicher würde ich gerne ausklingen lassen. Inzwischen, danke noch für die verbliebene Trotzmüdigkeit schon für Ihre Aufmerksamkeit.